Energieüberschuss minus 250. Es werde Licht, habe ich bekommen. Ja, wir haben Strom, dass ich das noch erleben darf. Gleich das nächste Dings hier machen. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Endzone, A World Apart. Willkommen in meinem ganz privaten Albtraum, kann ich da nur sagen. Denn wir haben schon wieder einen Mangel an, ja, Schutzkleidung und Schrott. Und die Spiral of Death sieht diesmal so aus, dass wir einen langsamen Mangel sterben. Einen langsamen Mangeltod. Weil wir sind aktuell durch die vielen Sandstürme, die immer in regelmäßigen Abständen kommen, nur noch damit beschäftigt, Reparatur zu betreiben. Wir kommen im Grunde eigentlich zu nichts anderem mehr. Und dadurch, dass dann bestimmte Sachen einfach fehlen, wie die Schutzkleidung oder jetzt der Schrott, führt das dazu, dass wir einfach, ja, nicht mehr hinterherkommen. Achso, hier ist auch gerade, warte mal, hier muss ich die Schrottsammlung auch wieder schon verlegen. Damit das auch weiter gemacht wird. Aber warte mal, nee, schieb das mal hier hinten hin. Da sind nämlich Straßen am Start, da kommen sie schneller hin. Und ja, da, also wir haben Mangel überall an verschiedenen Stellen und es ist echt nicht mehr feierlich eigentlich. Ich weiß jetzt hier den einen noch an, dass er bitte auch noch Schrott sammeln soll. Wie sieht es hier beim Schrottsammler aus? Oder er ist auch schon leer gesagt. Deswegen kriegen wir keinen Schrott mehr, verstehe. Weil die hier, das wird einem auch viel zu subtil mitgeteilt, finde ich. Dass die Sammler keine Quellen mehr haben, die sie ansteuern können, finde ich. Das müsste einem viel offensiver gesagt werden, dass man das viel schneller rafft. Aber, ja. So ist das halt hier. Genau. Hoffentlich kommt da jetzt wieder schnell was rein. 19 Einheiten haben wir da jetzt. Nee, Quatsch, das sind ja 7. Ich habe hier jetzt beim letzten Mal nochmal den Auftrag erteilt, eine weitere Schneiderei zu bauen, damit wir vielleicht dann doch noch ein paar mehr Schutzanzüge bekommen. Weil das Ding ist, es fängt mit einem Mangel an Schutzanzügen an. Dann geht's weiter. Und dann dehnt sich das aus, wenn die keine Schutzanzüge haben, dann wird die Strahlung zum Problem. Dann werden sie unfruchtbar, kriegen wir nicht mehr genug Kinder, dann stirbt die Bevölkerung aus. Ist dann wieder so eine Death Spiral. Also das ist wirklich, wenn man das nicht frühzeitig erkennt und darauf reagiert, so, auf solche Probleme, dann hat man maximal ein maximales Problem. So, ich nehme jetzt hier die Fischer raus und mache die Jäger hier rein. Einen Fischer nehmen wir auch noch raus, machen das hier jetzt mal so. Und noch mehr Schrottsammler auf jeden Fall. Schrottsammler, Förster brauchen wir gerade Gott sei Dank nicht so krass. Holz ist zum Glück genug am Start erstmal. Und da ist wieder eine Dürre am Start. Wir haben genug Essen zum Glück. Muss ich eigentlich rationieren oder rationiere ich gerade? Nee, ich rationiere gar nichts gerade. Das ist gut. So, und genau, wenn die Schneiderei fertig ist, müssen Aktivkohlemasken produziert werden. Ich verstehe ehrlich gesagt eine Sache nicht. Das habe ich mich beim letzten Mal schon aufgeregt. Wenn ihr das nicht gesehen habt, rechts oben ist immer die Playlist verlinkt. Und wenn ihr meine persönliche Hölle hier feiert, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich glaube, ich habe gerade auch schon wieder ein Achievement für irgendwas gekriegt. Die Aktivkohlemasken werden irgendwie, also generell die Schutzkleidung wird generell irgendwie so gut wie gar nicht produziert. Also so total langsam. Ich verstehe es ehrlich gesagt überhaupt nicht, warum. Das ergibt irgendwie keinen Sinn, weil ich habe zwei Schneider, die das eigentlich sehr schnell erledigen müssten. Immerhin ist jetzt hier oben wenigstens mal einer am Start. Noch. Mal gucken, ob das jetzt wenigstens reicht. Packen wir mal gleich noch Schneider rein. Warte mal. Werkzeug haben wir an sich genug. Vielleicht einen Baumeister weniger und noch einen Schneider rein. Und noch einen Baumeister weniger. Und? Ah, wir haben diesmal keinen Sturm gehabt. Gott sei Dank. Aufträge am schwarzen Brett. Die Zufriedenheit der Siedler ist niedrig. Ja gut, das wird ja jetzt gerade... Wird ja gerade erledigt, oder? Können die jetzt bitte mal wieder anfangen, diese Schutz... Ich verstehe halt nicht, woran es liegt. Wir haben alle Ressourcen am Start. Jetzt machen sie mal wieder was. Wahnsinn. Wir haben halt alle Ressourcen. Ja? Wir haben alle Ressourcen, die wir für Schutzkleidung brauchen. Und wir haben halt... Und die sind halt auch vor allem die Quellen dafür, ne? Hier ist ein Lager direkt nebenan. So. Hier ist ein Marktplatz direkt nebenan. Für die Logistiker. Hier sind direkt die Produktionsstätten fürs Rohmaterial. Direkt vor ihrer Nase, ja? Und sie brauchen trotzdem 3 verdammte Stunden... um aus diesem Material mal einmal einen Produktionsablauf durchzugehen. Ich verstehe es nicht. Und dann ist zwischendurch auch immer so eine ewig lange Pause. Ich verstehe diese ewig langen Pausen bei der Produktion immer nicht.
Warum dauert das so lange? Und es sagt mir halt auch das Spiel nicht, was ich da falsch mache. Das ist so der Punkt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Dauert es jetzt einfach nur lange, das Material dahin zu schaffen? Dauert es jetzt einfach nur lange, dass die Arbeiter sich erholen müssen in der Zwischenzeit? Oder was zur Hölle dauert denn da so lange? Und warum ist das bei anderen Betrieben kein Problem? Die Werkstätten sind ja genauso aufgestellt. Aber da geht das wesentlich schneller. Warum sind die Schneider so ein großes Problem? Man kann sich halt auch schön über dieses Spiel aufregen, das muss man einfach sagen. Das ist nicht von der Hand zu weisen, ja? So, warte mal, machen wir zwei Fischer. Jetzt haben wir drei Leute, die sammeln können. Okay, wir brauchen mal wieder mehr Bauern, noch einen Hirten und... Brauchen wir einen Brunnenwart? Ja, besser ist das, glaube ich. Schneider hat man jetzt ja... Sechs Stück, ja genau. Sag mir bitte, dass... Okay, die hier produzieren. Das ist auch lustig, ne? Die produzieren hier jetzt. Die machen das. Mal sehen, ob die durchgehend produzieren. Die machen sie auch nicht. Die Schneiderei. Okay, immerhin haben wir mal ein paar Bonusmasken für die Aufgabe gekriegt. Reicht aber nicht, um den Bedarf zu decken. Das ist halt so der Punkt, ne? Der Bedarf wird halt nicht mal ansatzweise gedeckt. Weil einfach es sehr lange dauert. Gehen sie regelmäßig schlafen? Kannst du nicht Schneider verfolgen? Ja, die gehen schon schlafen. Die gehen halt hier in ihre Zuflucht rein. Bloß die Frage ist, müsste dann nicht bei zwei Leuten eigentlich dann immer einer arbeiten und einer schlafen? Normalerweise müsste das doch eigentlich so sein. Warum arbeiten sonst da zwei Leute? Das verstehe ich nicht. Da können die sich doch das in Schichten aufteilen oder irgendwie. Ich weiß, für mich ist das irgendwie ziemlich sinnlos, wie das teilweise abläuft an einigen Stellen. Oder das ist gewollt, dass du halt immer Arbeiter hin und her schichtest. Kein Plan, ey. Aber egal, warte mal. Ich mach mal kurz Pause. Ich will noch mal kurz mir einen Überblick verschaffen, was wir jetzt noch brauchen. Wir brauchen wieder Sondierer, weil nämlich Plaste und Eisen wird langsam wieder weniger. Warte mal. Also mache ich jetzt hier die vier Sondierer. Die vier Leute, die machen jetzt direkt wieder zu Sondierern. Damit uns hier nicht das auch noch ausgeht. Wenn uns schon der ganze andere Rest ausgeht, müssen wir wenigstens dafür sorgen, dass uns das nicht ausgeht. So, und die Baumeister, die zwei, die weise ich jetzt an, wieder Unterkünfte zu bauen. Nochmal zwei Hütten, damit wir noch mehr Kinder bekommen. Kinder sind die Zukunft. Aber sowas von. Und deswegen, my dear friends, wird das hier jetzt sofort in Auftrag gegeben. Wir lassen hier zwischen den Häusern mal ein bisschen frei. Dann können wir da nämlich noch so Verzierungen bauen, die dann die Umgebung nochmal aufwerten. Wenn wir mal wieder unnötig viel Zeug haben sollten, das wir nicht brauchen, also quasi nie, weil das braucht ja quasi auch Schrott und so, diese ganzen Dekorationen. Machen wir mal hier auch noch ein paar Straßen, vielleicht hilft das auch nochmal ein bisschen. Die Wege noch mal ein bisschen, also das wurde auch schon kritisiert von einigen hier, dass die manchmal, obwohl sie Straßen zur Verfügung hätten, immer den sinnlosesten Weg halt laufen. Also die laufen dann teilweise um die Straßen rum so, weil sie halt einfach den direkten Weg gehen zu dem Gebäude, statt einfach die Straße zu benutzen, die schneller wäre und solche Sachen. Naja, so sind sie halt, die sind halt nicht besonders schlau, die Siedler hier. So, apropos bauen. Ah, die Wetterstation ist fertig. Hier kann ich jetzt einstellen, warte mal. Wähle, ab welcher Kontaminationsstufe des Regens die jeweiligen Gebäude zum Schutz abgedeckt werden sollen. Dann würde ich doch mal sagen, die Felder ab Mittel und die Regenspeicher ab Hoch. Felder können, glaube ich, niedrige Strahlung noch ab, aber bei Mittel wird es dann, glaube ich, mit der Produktion schwierig. Und Regenspeicher bei Hoch, weil Mittel und Niedrig können wir relativ schnell mit Aktivkohle ausfiltern. Aber Hoch wird, glaube ich, schwierig. Machen wir das mal so, probieren wir mal, wie wir damit fahren, ja. Das heißt jetzt natürlich, dass uns Regen durch die Lappen geht, ne? Weil wenn jetzt hochkontaminierter Regen kommt, dann wird nichts mehr gesammelt. Dann müssen wir das Wasser dann aus den Brunnen holen und nicht mehr aus dem Regensammler. Kann durchaus auch mal zum Problem werden. Ich bin auch ehrlich gesagt kurz davor, hier hinten noch eine Logistik für Wassersammlung zu machen. Ich würde gerne mein Wasser ein bisschen diversifizieren. Das ist alles hier auf einen Haufen, das gefällt mir nicht. Das habe ich aber schon mal gesagt, aber ich komme halt auch nicht dazu.
Wie soll ich auch dazu kommen? Weil ich muss ja immer reparieren, wenn irgendein Sandsturm oder irgendwas kommt. Oh, okay, wir haben eine Dürre und zweimal hintereinander hochkontaminierter Regen. Das heißt, ja, keine Regensammler. Keine Regensammler dann, ne? Hier sehen wir das jetzt. Aber dafür vorher nochmal unkontaminierter Regen. Ich überlege gerade, ob es vielleicht schlau sein könnte, noch einen weiteren Regensammler zu bauen. Damit in der Zeit, wo unkontaminierter Regen fällt, möglichst viel Regen gesammelt werden kann. Weil an sich, es kostet uns ja in dem Sinne nichts, wenn wir ihn haben. Er ist halt dann einfach da. Und er sammelt dann halt einfach. Er wird halt dann nur was kosten, wenn wieder mal ein Staubsturm durchgeht. Ich mach den jetzt hier noch hin. Ist immer noch nicht repariert vom letzten Staubsturm, ey. Ich raste aus. Guckt euch das mal an, ey. Es ist einfach nicht wahr. Machen die auch mal was, die Bauarbeiter? Wir haben zwei Leute. Das verstehe ich halt auch nicht, ne? Dass das Reparieren so mega lange dauert einfach. Wir haben Ressourcen. Wir haben Leute. Und trotzdem dauert es einfach mega lange. Checkt das halt einfach nicht, was da los ist. Und wir brauchen noch eine Person. Ich mache jetzt mal hier noch einen raus und noch einen Sondierer rein, damit wir noch einen Sondierer für Plastik kriegen. Viel zu wenig Baumeister, ja. Aber das kann doch nicht sein, dass das zu wenig sind. Ich meine, wie viele brauche ich denn da? Guck mal, da steht ja 2 von 2. Das sind 2 Leute. So, wenn die sich auf ein Gebäude konzentrieren und eins nach dem anderen machen, dann sind die doch ruckzuck durch. Oder nicht? Also würde ich jetzt vermuten. Aber keine Ahnung, was weiß ich schon, ne? Also ich würde das vermuten, dass das so ist. Alles Vermutung und Hörensagen natürlich. So, damit die Kinderanzahl steigt, priorisiere ich jetzt hier mal gleich noch diese eine Hütte. Vielleicht kriegen wir ja dann noch mal ein bisschen mehr Kinder noch. Das wäre vielleicht noch ganz wünschenswert. Und wir haben einen Forschungspunkt. Warte mal, den können wir mal investieren auch. Ausgebaute Schule. Was bringt denn uns das? Die ausgebaute Schule bildet Kinder im Gegensatz zu einer normalen Schule in allen Fächern vollständig aus. Die Ausbildung erfolgt zudem deutlich schneller. Was brauchen wir dafür? 104 Holz, 72 Schrott, 36 Stoff und 36 von den Platten. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Was macht das Lagerhaus? Ein Ort zum Lagern verschiedener Ressourcen. Der mehr Platz bietet als ein provisorisches Lager. Vielleicht lieber doch erstmal sowas wie eine Windkraftanlage noch bauen. Da, ja, lass mal in den Strom, genau, das habt ihr mir nämlich gesagt. Wenn Strom am Start ist, dann werden die Gebäude nachts auch mit 100% Effizienz betrieben. Das heißt, das sollten wir auf jeden Fall mal machen. Wenn wir sonst schon nichts machen, dann wenigstens das. Hoffentlich, warte mal, ja, Electronics haben wir dafür auch, das ist gut, das sollte gehen eigentlich. Ausgebaute Schule ist wichtig, das ist alles wichtig. Das ist alles wichtig. Es gibt nichts Unwichtiges hier. Also alles ist wichtig hier. Ist so. Was mangelt denn gerade am meisten? Kann ich noch irgendwie einen zusätzlichen Auftrag erteilen? Nee. Aber immerhin den Schutzkleidungsmangel haben wir jetzt halbwegs behoben. Das wird nämlich dann auch hier wichtig, wenn der hochkontaminierte Regen fällt. Da wird das sogar super wichtig. Deswegen sollten wir eigentlich nochmal hier die Prio jetzt auf dieses Gebäude noch legen. Dass sie das schnell noch fertig machen hier, den Regenspeicher noch. Jetzt haben wir nämlich noch normalen Regen. Ah, das schaffen sie eh wieder nicht. Ich sehe das schon. Das schaffen sie nicht. Sind schon wieder viel zu langsam. Ja, noch mehr Arbeiter jetzt hier schnell. Einen Brunnenwart noch. Und noch einen Fischer, damit wir noch ein bisschen Puffer kriegen hier an Nahrung. Und noch einen Bauer. Habe ich da gerade was klopfen gehört? Ich glaube schon. Ah, guck mal hier, die Zisterne ist ja voll. Ja, das ist ja sehr gut. Das ist ja nice. Ja, stopft schnell das Holz da rein, ihr Zapfen. Tut es, beeilt euch. Ihr habt die Prio da jetzt. Das schaffen sie nicht. Wenn wir Glück haben, kriegen wir noch einen Regenschauer da rein in den Sammler. Zur Not muss ich halt wieder Wasser rationieren lassen. Uns sind beunruhigende... Ja, schon wieder Plünderer. Ja, okay. Haben wir Alkohol? Wir haben doch Alkohol gemacht, oder?
Erstaunlicherweise gar nicht so viel. Aber gut, so ist das. Immerhin haben wir wieder Hütten jetzt. Und das hier wird auf jeden Fall nicht erfolgreich abgeschlossen. Ja, sehr gut. Schön rein da mit der Plastik. Plastik geht uns übrigens aus. Vielleicht sollte ich statt Stoff lieber hier noch mal Plastik machen lassen. Könnte schlau sein. Ah, oh, wieder zwei Holz fehlen. Das regt mich auch immer so auf, dass immer dann so zwei Einheiten Holz fehlen, bevor sie das dann mal bauen, ne? Mann, mach doch hinne, verdammt! Wir brauchen das! Fünf Leute sind nicht in der Lage, dieses Gebäude mal schnell zu bauen. Es regt einfach nur auf. Fünf Leute! Fünf! Und es fehlen zwei Holz! Es kann doch nicht sein! Ja, jetzt! Und jetzt ist der Regen vorbei. Ich raste aus. Das ist einfach nur bescheuert. Und ich habe schon die Prio erhöht jetzt von dem Projekt, ne? Und genauso ist das mit der Reparatur von den Sachen, die kaputt sind, auch. Das dauert einfach Stunden. Obwohl fünf Leute zugeteilt sind, dauert es einfach ewig. Das regt einfach nur auf. Und das haut einen dann immer die Beine weg dann. Ich kann doch nicht 100 Arbeiter, Baumeister da reinpacken. Das geht doch nicht. Dann werden alle anderen Aufgaben überhaupt nicht mehr erfüllt. Dann verhungern sie elendig. Nur weil sie nicht hinterherkommen mit ihren Gebäudereparaturen. Ist doch lächerlich. Also das muss ich wirklich mal sagen. Das macht einfach auch keinen Sinn. Das ist einfach maximal sinnlos. Ich verstehe das nicht, warum das so ist. So, jetzt warte, jetzt nicht aufregen jetzt. Tief durchatmen jetzt. Chillen. Konzentrieren. Chillen und konzentrieren. Das sind die zwei Prioritäten, die jetzt hier anstehen. Chillen und konzentrieren. Und da steigen schon wieder die Luftballons, die Laternen auf. Das heißt, es sind Leute gestorben. Wo kommen die Banditen eigentlich her? Diesmal kommen sie von links. Ich sag ja, wir müssen wirklich überall flächendeckend die Schutztürme bauen, wenn wir uns wirklich effektiv gegen die verteidigen wollen. Weißt du was? Der eine Milizionär bringt uns eh nichts und wir werden die eh wieder ausbezahlen. Das heißt, ich sorge jetzt lieber stattdessen dafür, dass wir hier genug Arbeiter haben, die hier Sachen produzieren. Das scheint mir jetzt erstmal sinnvoller zu sein. Dass wir aus der Misere mal rauskommen jetzt. Forschung, wie sieht's da aus? Da ist auf jeden Fall schon mal alles da. Leider immer noch kein Fortschritt, weil wir natürlich nicht genug Forscher haben dafür. Dann machen wir mal nur... Huch. Und natürlich, haha, wieder eine Krankheitswelle. Nicht schlecht. Immer richtig pünktlich, immer richtig herrlich. Das ist so, glaube ich, so der Anus-Algorithmus so. Der immer so guckt, ja, was ist denn gerade, was wäre denn jetzt gerade so richtig nervig? Und dann sucht er sich das aus, was so richtig nervig ist. Das haben sie auf jeden Fall sehr gut hingekriegt. So der Frostpunk-Algorithmus wahrscheinlich. Haben sich wahrscheinlich ausgeliehen. Es kommt immer so das, was am sackigsten ist einfach. Und ich prophezeie mal, die nächste Dürre wird auch wahrscheinlich wieder einen Sandsturm auslösen. Ich muss Wasser rationieren lassen. Stopp, 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 stopp. Weil die Banditen werden bestimmt auch wieder Wasser wollen von uns. Wasser rationieren. Hilft alles nichts. Schnell rationieren. Wasser. Weißt du was? Wir rationieren die Lebensmittel auch gleich, oder? Ah, nee. Nee, mach erstmal nur Wasser. Ja, ja, ja. Weil drei, ne? Einmal hier und dann hier. Ist fies. Und dann dreimal kein Regen. Auch fies. Und dann Dürre direkt wieder. Ja, macht Spaß auf jeden Fall. Nicht schlecht. Ist geil. Mach mal noch einen Lehrer da rein. Und noch einen Logistiker am besten, wenn wir schon mal dabei sind. Und einen Reparateur weniger. Und einen Hirten mehr. Wir brauchen die Nahrung aus den Weiden. Genau. Dann lieber keine Fischer jetzt. Bringt uns gerade eh nichts. Mehr Sammler noch. Kräuter haben wir genug. Köhler brauchen wir wieder mehr. Da ist jetzt gerade wieder Engpass angesagt. Vielleicht noch ein Wasserträger, sicherheitshalber. Und noch ein Techniker. Sieht gut aus. Forschung im Bereich Logistik. Leichen auf unseren Straßen. Da müssen wir wahrscheinlich wieder einen Totengräber engagieren. Ja, da müssen wir nur noch einen weiteren Totengräber reinknallen hier. Bam, sie. Dann haben wir das schon mal erledigt. Was ist hier noch? Forschung. Kranke Überlebende. Wir haben einen Funkspruch aufgefangen. Andere Überlebende wollen sich unserer Siedlung anschließen. Sie sind aus einer Siedlung geflohen. Als diese von einer schweren Krankheit heimgesucht wurde. Okay. Einige von ihnen scheinen schwer erkrankt zu sein. Und klingen verzweifelt. Sind wir in der Lage, sie in unsere Siedlung aufzunehmen und ordentlich zu behandeln?
Ja, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ihr sagt mir ja weder, wie viele das sind, noch was die genau haben. Und wie soll ich dann. Das ist halt auch so dumm bei diesen Aufgaben. Warum sagt er mir nicht das, was ich wissen muss? Wie viel sind das? Was haben die genau? Also was brauchen die, um die zu behandeln? Brauchen die nur Kräuter oder Medizin? Und wie viel haben wir jetzt an Wohnraum noch gegenübergestellt? Das ist halt auch so ein Punkt. Weil woher soll ich denn wissen, ob wir genug Platz haben jetzt? Wohnraumverteilung. Wie viel freier Wohnraum in Zufluchten? Also wir hätten noch Wohnraum in Zufluchten. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Okay, Kräuter müssen produziert werden. Medizin muss produziert werden. Zwei Kräuterhütten? Okay. Sinnlos irgendwie. Ich hab doch eine. Dann mach mal einfach noch eine, wa? Erscheint mir jetzt zwar ein bisschen sinnlos, aber okay. Ich mach die einfach hier hin jetzt. Ich kann sie ja wieder abreißen, dann, wenn der Auftrag durch ist. Aber ist schon irgendwie ein bisschen dumm. Weil, ja. Wir haben ja schon eine. Warum zwei, ne? Sammler in Dürre bringt nichts ein, okay. Ja, ist aber egal. Die machen ja dann andere Sachen, glaube ich. Also die machen ja dann. Die bearbeiten dann Aufträge, glaube ich, wenn sie das nicht machen können, wofür sie eingeteilt sind. Also, ich lasse die trotzdem jetzt mal eingeteilt da. Genau, weil die anderen Aufträge. Obwohl, Schneider, warte mal. Okay, mach mal einen Sammler. Okay, wir machen einen Sammler raus und einen Schneider rein. Schneider sind wichtig. Wir brauchen Schutzkleidung für die verstrahlte Zeit. Ja, mal gucken, wie lange das jetzt dauert. Aber so teuer ist das Gebäude zum Glück nicht. Die Frage ist, ob unsere drei Arbeiter, unsere drei Bauarbeiter das hinkriegen, das zu machen. Ah, guck mal, da sind die Wassersammler jetzt abgedeckt. Neue Technologie wurde erforscht. Windkraftanlage, ja? Ernsthaft? Ist es so? Ist es so? Kann es sein? Kann es wirklich sein, dass es so ist? Dass es sich ergeben hat? Ja! Oh, das müssen wir unbedingt machen, Mann. Ich baue die jetzt direkt hier hin, wo die Schneidereien sind. Mal gucken, ob das vielleicht schon was bringt. Schön so in die Zwischenräume. Warte mal, wie teuer ist das? 12 Holz. 12 Schrott. 6 Einheiten. Platten und 6 Mikro. Ja, da können wir drei auf jeden Fall bauen, schon mal direkt. Ich mach mal hier noch eine hin. Überschneiden. Ich weiß nicht, ob die sich überschneiden dürfen, ehrlich gesagt. Kein Plan. Wo brauchen wir noch gesteigerte Effizienz? Am besten hier hinten noch. Hier ist ja auch Zeug, was davon profitiert. Machen wir die mal hier hin. Genau. Immerhin. So, und da machen wir gleich die Prio hoch. Gleich hoch machen. Gleich hochdrehen. Sowas von. Na, der hat keine Kräuter, die er sammeln kann, weil gerade Dürre ist. Genau. Wasser sieht gut aus. Nahrung sieht auch gut aus. Die Felder sind abgedeckt, das heißt, die werden nicht verstrahlt. Wir haben gar keine Strahlung gerade hier am Start. Interessant. Völlig unkontaminiert. Genau, Schrott fehlt noch. Kommt schon, zieht. Oh, das wäre eine richtig gute Effizienzsteigerung, ey, wenn wir jetzt hier das bestromen. Vielleicht hilft uns das sogar schon bei den großen Problemen, die wir haben mit Schutzkleidung und so. Wenn sie doch nur schneller wären. Die brauchen schon wieder 3 Stunden, um den Schrott da reinzuschaffen. Es sind drei Leute, die das machen. Drei Leute. Drei Leute machen das. Aber da sieht man es auch. Guck mal, wo die das herholen, ne? Die holen das halt von hier hinten aus dem Lager. Wahrscheinlich. Warum verteilen die Logistiker eigentlich nicht die Ressourcen gleichmäßig? Zum Beispiel hier im Markt oder in den anderen Lagern. Dafür sind die doch eigentlich da, oder nicht? So habe ich das zumindest verstanden. Vielleicht muss ich da noch irgendwas einstellen dafür, dass die das machen. Weil an sich ist das doch total schwachsinnig, wenn die über die ganze Map quasi laufen, nur weil hier Schrott drin ist. Ja, und hier drüben halt nicht. Okay, der Strom ist am Start. 300, was? Energieüberschuss minus 250. Es werde Licht, habe ich bekommen. Ja, wir haben Strom, dass ich das noch erleben darf. Gleich das nächste Ding hier machen. Prioritisieren und Strommasten bauen. So, die bauen wir jetzt gleich mal. Wir bauen jetzt Strommasten, meine lieben Freunde. Es ist soweit. Wir können endlich alles verstromen. Einmal hierhin und einmal hierhin. So, dann sind die zwei schon mal angeschlossen. Dann haben wir da schon mal ein bisschen Energie, die wir sammeln
sammeln können. Nicht schlecht. Wie sieht's mit der Strahlung aus? Okay, Strahlung steigt. Die Felder sind zum Glück diesmal abgedeckt. Das ist gut, dass die Felder nicht mehr reinigen müssen. Gott sei Dank. Immerhin. Jetzt haben wir wenigstens mal so ein paar Stellen, wo man sagen kann, da kommt mal ein bisschen Progress rein. Ein Windrad reicht nicht aus. Du brauchst mindestens 4. Ich weiß, aber ein Windrad ist schon mal ein Anfang. Ein Windrad ist schon mal der Schritt in die richtige Richtung, der erste. Würde ich sagen. So, wir haben aus irgendeinem Grund nicht mehr genug Elektronik. War da nicht gerade eben noch ganz viel am Start? Oder tragen die da gerade jetzt schon hin? Wir haben doch 18 gehabt. Oder brauchen die Masten auch? Ach, die brauchen auch Elektronik. Na super. Okay, warte. Dann müssen wir einen von denen hier, von den Recyclern, wieder umstellen auf Electronics. Und da müssen wir jetzt einen nehmen, wo das meiste am Start ist. Dann würde ich jetzt mal den hier hinten auf Electronics umstellen. Einen von den Sortierern, meine ich. Weil sonst wird das nichts. Aber ich glaube, wir haben ein bisschen einen kleinen Stromausfall, okay? 300 wird ausgestoßen. Also, haben wir jetzt überhaupt da jetzt irgendwas davon gekonnt oder gar nichts? Hier scheint ein bisschen jetzt was am Start zu sein. Die Toilette wollen wir ja nicht bepowern eigentlich. Guck mal, jetzt haben wir hier ein bisschen was. Der Köhler wird auf jeden Fall schon mal geboostet, das ist gut. Die Essensausgabe braucht ja keinen Strom. Immerhin, der Köhler hat genug Energie. Ja. Ein Unzufriedener ist am Start. Aber ich bin ganz zufrieden eigentlich, muss ich sagen. So, genau. Für die Aufgabe müssen wir jetzt mal kurz warten, bis wir hier die Medizin produziert haben und die Kräuter. Vielleicht mal noch gucken, ob wir noch Leute einteilen können für diese Aufgabe. Machen wir 3 Kräutersammler. Einen Sanitäter machen wir weniger. Wir brauchen Wasser. 14 Wassersammler. 2 Sammler wieder einstellen für Essen. Fischer einstellen, 3. Und damit ist schon wieder Ende im Gelände. Die anderen Aufgaben sind eigentlich alle ganz gut verteilt soweit. Bin mal gespannt, was die Banditen diesmal von uns haben wollen. Wenigstens Schutzkleidung ist jetzt wieder im Überschuss am Start. Pünktlich zum verstrahlten, kontaminierten Regen. Das ist schon mal sehr gut. Haben wir schon mal Schweine gehabt, was das angeht. Denn da kommen nämlich jetzt 2 hintereinander. Hier kommt wieder eine Dürre. Alter, das wird jetzt richtig übel. 2-mal Dürre nochmal. Also 2-mal Regenmangel. Nochmal eine Dürre. Wahrscheinlich wieder mit Sandsturm. Dann noch 2-mal kontaminierter Regen. Wieder eine Dürre. Alter Schwede. Und dann kommen die Banditen auch noch. Ach du Kacke, Mann, ey. Haben wir nochmal die Möglichkeit zu rationieren? Nee. Nahrung wird auch weniger. Wir müssen mehr Nahrung sammeln irgendwie. Schnell, bevor der Regen wieder zur Dürre wird. Bevor wieder alles ausdörrt. Weniger Baumeister, mehr Sammler. Denn die Banditen müssen wir auch noch ausbezahlen. Die wollen auch noch was haben. Wer weiß, was die wieder haben wollen von uns. Wie sieht's strahlungstechnisch aus? Ja, das Feld hier ist jetzt... Hä, warum... Achso, die wird nicht abgedeckt, kann das sein? Die Plantage mit den Bäumen? Ich glaube, ja. Die wird nicht zugedeckt, wenn es verstrahlt ist. Okay, warte, dann machen wir da mal eine... Dann machen wir da einfach eine Reinigung. Genau, das geht ja. Sehr weniger, als wie vorher gereinigt werden musste. Sieht doch gut aus. Genau, und Verstrahlung haben sie ja erstmal kein so großes Problem, weil sie ja Schutzkleidung haben. Sehr schön. Geh mal auf das Stromsymbol, welches gerade rot ist. Du produzierst nicht genug Strom. Das heißt, dass deine Gebäude keinen Boost haben. Ach so. Ja, wie gesagt, wir brauchen Electronics erstmal vorher, bevor wir da irgendwas machen können. Und dann läuft das. Hier ist jetzt die andere Anlage gebaut. Ja, müssen wir halt ausbauen, ne? Ist halt eine Baustelle jetzt wieder, die wir aufgetan haben. So ist das. Geht halt nicht anders. Müssen wir mit Geduld und Beharrlichkeit das Stromnetz jetzt auch expandieren lassen. Ein Windrad nach dem anderen. Bis dann wieder der Sturm kommt, das wieder alles zerstört.
Das alte Spielchen in diesem Spielchen. Mach mal das. Ich weiß nicht, ob das schlecht ist. Ah ja, es ist schlecht, wa? Wenn die Radien sich überschneiden. War das jetzt hier überhaupt so schlau, das hier hinzubauen? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht, wa? Wahrscheinlich hätte ich das weiter auseinanderbauen sollen. Ah, okay, dann mach das dahin. Wo sehe ich denn die Effizienz? Ah ne, Produktionseffizienz 100. Ne, das war noch okay da an der Stelle. Außerdem zeigt dir das auch, wie viel welches Gebäude braucht, okay? Mhm, ich habe da jetzt mal drauf geklickt. Aber irgendwie... Die Katastrophe. Ah ja. Ja, Tribut, komm, was soll's. Oh Gott, okay, die wollen... Boah, richtig fies, ey. Wie... Boah, ach du Scheiße, die wollen ja fast alles haben, ey. Nee, der Schrott ist wertvoller. Okay, gut, Gott sei Dank. Warte, warte, warte. Damit wir jetzt nicht mit nichts dastehen, machen wir das mal ausgewogen, würde ich sagen. Die zwei Electronics bringen so gut wie nichts. Das lassen wir also lieber für die Stromproduktion. Bisschen weniger Holz, das bringt nämlich so gut wie nichts tatsächlich. Und dafür dann lieber mehr Schrott, den kriegen wir schneller wieder zurück. Tributzahl. Ich kann es nicht. Scheiße, ist natürlich jetzt nicht ideal, ne? Aber... Ging nicht anders. Ich krieg's halt nicht hin, eine Verteidigung aufzubauen. Ich muss immer was anderes machen. Es ist so krass. Du kommst einfach nicht hinterher. Man kommt nicht nach. Und wenn man denkt, man kommt nach, meine lieben Freunde, dann könnt ihr euch sicher sein, dass man nicht nachkommt. Haben wir noch Wasser in den Tümpeln? Ja. Wie sieht's mit dem Essen aus? Essen wird auch weniger. Wir müssen jetzt nochmal eine Rationierung starten. Es hilft nichts, auch wenn die Leute da jetzt angefressen hoch 1000 sind. Ich mache jetzt eine Doppelrationierung. Müssen wir machen, weil jetzt wird's richtig übel. Jetzt wird's richtig übel. Neue Medizin, was? Ungewisse Belohnung. Achso, das kann ich nicht machen, wenn die Zufriedenheit nicht am Start ist. Okay, gut. Es wird jetzt massivst übel. Richtig fies wird es jetzt werden, meine lieben Freunde. Genau, Schrott. Wir haben ja genug Schrottsammler, guck mal, genau. Es sieht an sich ja gut aus. Wir haben noch Schwein gehabt. Es hätte schlimmer kommen können mit der Forderung. Wir hätten sie nicht begleichen können. Das wäre viel schlimmer gewesen. Wenn sie nicht begleichbar gewesen wäre. Ah, hier ist wieder... Okay, warte, stopp. Der Schrottsammler muss wieder neu sich orientieren. Warte. So, was hatte ich gesagt? Hier oben haben wir schon alles weggesammelt. Warte mal, damit die... Lass die mal hier hingehen jetzt. In einer straighten Linie. Wäre natürlich schön, wenn sich mal irgendjemand mal bequemen würde, da die Straßen zu bauen. Das wäre sehr geil. Aber auch das ist eine ziemlich hohe Forderung, die ich da habe. Ich merke das schon. Wie sieht es beim anderen Schrottsammler aus? Der hat auch schon wieder nichts mehr. Okay. Ja, da müssen wir auch wieder umstrukturieren. Warte. Umplatzieren hier. Mach das mal hier hin. Aber gut. Noch ist genug in der Nähe. Das ist die Hauptsache. Ich frage mich ehrlich gesagt, was mache ich eigentlich, wenn auf der ganzen Map kein Schrott mehr übrig ist? Ich muss ja nach wie vor trotzdem noch meine Gebäude reparieren. Da muss ich das ja irgendwie dann von außerhalb bekommen. Also erhandeln dann quasi. Kannst du nicht einfach Türme in Auftrag geben und sie werden dann nach und nach gebaut? In jeder Himmelsrichtung einer. Ja, das Ding ist aber, ich weiß halt nicht, ob einer reicht, ne? Ich weiß halt nicht, wie das ist, wenn ich dann... Wie das mit den Soldaten ist, wie die sich dann auch verteilen und so. Kein Plan, ich weiß das nicht. Das wurde auch im Tutorial, finde ich, nicht gut erklärt. Das ist so der Punkt. Ja klar kann ich jetzt hier Türme bauen, aber das ist natürlich auch wieder Material, was mir dann fehlt. Für die ganzen anderen wichtigen Sachen. Ich würde jetzt vielleicht wirklich erstmal versuchen, mit Stromversorgung die Effizienz einfach noch ein bisschen zu steigern. Dass wir da noch ein bisschen rocken. Quasi. Weil das halte ich jetzt für schlauer, so. Das ist die schlauere Investition langfristig. Aber ja, da fehlen uns jetzt wieder hier die Electronics. Der sammelt ja Electronics. Ist der da am Start? Ist der da dabei? Okay, der ist da dabei. Können wir noch irgendeinen vielleicht umstellen auf Electronics? Bei Stoff haben wir eigentlich immer noch sehr viele. Sehr viel Überschuss auch. Bei Plastik lustigerweise gar nicht so viel. Da frage ich mich schon auch, wo geht das eigentlich alles hin? Geht das alles in die Schutzanzugproduktion? Guck mal, jetzt wird durchgängig produziert. Haben wir das jetzt hier mal in den Griff gekriegt tatsächlich? Ist das so? Das wäre natürlich mega geil. Arbeitszeit, Effizienz am Tag, 100... Oh, guck mal, der ist schon bepowert jetzt hier. Der hat eine Effizienzsteigerung.
Okay, Strom ist wirklich eine geile Sache. Und da ist die Anlage, genau, die ist fertig jetzt. Guck mal, dann machen wir da noch schnell einen Mast hin. Einen Elon-Mast. Und dann machen wir noch eine Windkraftanlage hier. Ah, nee, das geht. Ah, nein, nicht das. Ist gute Neuigkeit. Wir haben die Produktion so weit angekurbelt, dass die kranken Überlebenden behandeln können. Jetzt müssen wir uns um unsere Grundbedürfnisse kümmern. Ah, ja. Hütte errichten. Okay, drei Hütten. Ja, gut, das geht. Das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Warte, Unterkünfte. Brauchen wir sowieso. Drei Hütten. Ist gar nicht so doof. Warte. Mach das eine hier hin. Und eine einfach noch hier hin. Attraktivität. Standortattraktivität ist da nicht so gut. Dann warte mal, das ist eigentlich ein guter Ackerplatz. Vielleicht hier noch eine hin. Da ist die Attraktivität auch noch recht hoch. Wie sieht es eigentlich mit den Gebäuden aus? Ah, guck mal, die sind alle wieder ganz gut repariert. Das ist ja mal nice. Scheint sich doch zu lohnen, ein paar mehr Bauarbeiter noch zu investieren, tatsächlich. Das wird jetzt natürlich so ein bisschen die Kohlen aus dem Feuer holen. Die Tatsache, dass wir jetzt hier mit Strom die Effizienz in den Gebäuden, in den Produktionsgebäuden steigern. Ich glaube, das war wirklich so der Punkt. Das sollte man vielleicht auch tatsächlich früher machen. Ist so meine Vermutung. Dass man das früher macht und darüber dann... Aber ich brauche ja drei Hütten, fällt mir gerade auf. Ich habe ja nur zwei platziert. Dass man darüber dann in der Lage ist, quasi seine Engpässe zu beheben, die man hat. Über die gesteigerte Produktivität mit dem Strom. Weil du musst ja dafür keine Arbeitskräfte investieren dann. Du musst ja nur die Türme am Start haben dann. Und das ist natürlich eine feine Sache, ne? Hier können wir mal noch Anlagen bauen, Windkraft. Wir bauen die jetzt da einmal komplett rum, sodass wir die Effizienz möglichst hochhalten. Dann müssen wir nämlich immer nur einen Mast dazwischen setzen, damit die wieder untereinander verbunden sind. Und dann steigt hier die Leistung in unserer Produktionsgegend. Und das ist wichtig. Eine bessere Schule bringt mehr. Okay, dann ist das das Nächste, was wir machen. Bessere Schule. Guck mal, wir haben gleich einen neuen Wissenspunkt. Sehr gut. Interessant. Null? Warum steht da Null? Ah, wir haben ihn. So, verbesserte Schule wurde gesagt. Forschung starten. Wie viel braucht das? Holz ganz viel, Schrott ganz viel, Stoff ganz viel, Metall ganz viel. Na gut, das haben wir ja im Grunde eigentlich alles. So, mehr oder weniger. Und durch die gesteigerte Produktivität kommt ja auch mehr rein. Ja, nicht schlecht. Wie sieht's mit dem Essen aus? Vielleicht mal ein paar mehr Essensproduzenten hier noch an den Start bringen. Ah, guck mal hier. Die Felder sind abgedeckt. Sehr schön. Irgendwie aber... Okay. Sieht irgendwie komisch aus. Ja, sehr schön, sehr schön. Macht weiter. Tut es, meine lieben Freunde. Tut es. Sammelt Zeug. Baut, sammelt, breitet euch aus. Nicht schlecht. Muss sagen, wenn jetzt nicht wieder irgendwie ein Staubsturm kommt oder so, sieht das doch ganz gut aus vom Progress, würde ich sagen. Nicht schlecht. Und irgendwie fehlt hier noch eine Hütte, kann das sein? Ah, da hinten, die ist noch nicht. Denkt noch über eine Plantage nach. Du solltest noch ein anderes Obst auswählen. Ah, das ist eine gute Idee eigentlich, ja. Und an dieser Stelle endet diese Folge Endzone, A World Apart. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Und aktiviert die BR-Nachrichtigungen, damit ihr immer Bescheid wisst, wenn ein neues Video rauskommt. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Für euch wird es dann nicht teurer, aber ihr könnt mich damit mit einem Prozent Anteil am Kaufpreis unterstützen. Vielen Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.